Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Mein Name ist Paula von The Reading Fox und heute geht es mal wieder um einen Tag. Ich habe schon lange keinen Tag mehr gemacht. Ich bin ja eigentlich die Tag Queen mit Christine, glaube ich, zusammen. Aber irgendwie, ja. Ich wurde aber getaggt von der lieben Lisa vom Gedankenlabor zum Ich muss spicken. Postscript Book Tag. Jahresrückblick und buchige Fakten. Ja, da wurde ich getaggt. Vielen Dank dafür und den möchte ich auch so gleich machen. Einige Fragen sind, wie ihr gleich merken werdet, für mich eher nicht existent, weil ja, aber ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Ich verlinke euch alle erwähnten Kanäle, unter anderem natürlich auch Lisas Kanal, unten in der Infobox. Da könnt ihr euch auch ihr Video anschauen. Sie ist, was sie weggelesen hat, meine Güte, das schaffe ich in 3 Leben nicht. Aber ja, ich bin auch ein sehr langsamer Leser, also nicht langsamer, aber halt so Durchschnittsleser. Aber es geht ja hier auch nicht um Masse, sondern es geht natürlich ums Spaß haben und ich fange so gleich an mit den Fragen, die ich hier habe. Was ist das längste Buch, das du in diesem Jahr beziehungsweise ja 2021, war es ja Rückblick, gelesen hast? Und für welches hast du am längsten gebraucht? Okay. Das längste Buch, das ich gelesen habe, war Stephen King, Der Anschlag. Besagtes Buch habe ich auch tatsächlich mit Lisa und Dani zusammen gelesen. Und es war wirklich mit wieder einer der Kings, die mich so richtig begeistern konnten. Wahrscheinlich aber auch wegen der Mädels, weil wir natürlich immer rumüberlegt haben, was jetzt eben sein könnte mit, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, L war der andere, aber Jake, genau, was mit Jake passiert, denn Jake ist Deutschlehrer, wollte ich schon sagen, ja, Englischprofessor und eines Tages ruft ihn L an, der Besitzer der Bar, die er immer besucht. Also er ist der Stammgast und er sagt, das ist ein Notfall, er muss jetzt sofort zu ihm in den Diner kommen. Das tut er auch und entdeckt dort einen über Nacht scheinbar gealterten L. Und dieser teilt ihm nun mit, dass das Diner ein Portal ist, also quasi ein Zeitfenster. Und er kann immer ins Jahr 1968 zurückkehren. Und als Ziel war es, das Attentat von Kennedy zu vereiteln. Und er schafft es aber nicht mehr, denn er hat Lungenkrebs und er möchte das Ganze an Jake weitergeben. Ja, und so beginnt die Geschichte für Jake und die Frage, kann man die Zukunft ändern? Wenn ja, ist das sinnvoll? Oder sollte man lieber alles so lassen, wie es ist und weil es schon alles seine Richtigkeit gehabt hat, wie es damals passiert ist. Diese Fragen werden wir hier klären mit dem lieben Stephen King. Hat mir wirklich gut gefallen und mit den Mädels zusammen sowieso. Am längsten gebraucht habe ich für David Levithan, letztendlich sind wir dem Universum egal. Hierbei geht es um A und A hat keinen anderen Körper, keinen eigenen. Er wacht jeden Tag im Körper eines anderen auf oder einer anderen und übernimmt für einen Tag dessen Leben. Er hat auch Zugriff auf die Erinnerungen und alles, was er halt haben muss, damit er sich da auch zurechtfindet. Aber er hat keinen eigenen Körper. So, und jetzt ist es eben so, dass er eines Tages in, wo ist er denn?
Ryanen. Genau, eines Tages lernt er Ryanen kennen, weil er im Körper von dessen Freund ist und er findet sie erst faszinierend. Irgendwann verliebt er sich in sie und er versucht jedes Mal, wenn er in dem anderen Körper steckt, immer zu ihr zu gelangen. Er wacht aber natürlich in ganz Amerika, komischerweise. Mal ist er im Westen, mal ist er im Osten, mal kann es natürlich sein, dass er nur eine Stunde von ihr weg ist. Und so entwickelt sich zwischen den beiden eine Beziehung und wirft die Frage auf, funktioniert denn das? Kann das gut gehen? Und ja, dafür habe ich sehr lange gebraucht. Das Problem ist, ich bin ein großer Freund von Logik. Hierbei, das ist mir schon wieder zu abstrakt, denn ich denke, für ihn ist das halt so. Er war als Baby schon so. Er ist halt als Baby auch. Das gibt halt für mich keinen Sinn. Niemand kommt von irgendwo her ohne irgendwas, also nur eine Seele. Und weil Ryan dann auch gesagt hat, ich kann dich ja nicht lieben, wenn du in einem Frauenkörper drin steckst oder in einem Körper von irgendjemand anderem. Also er ist auch immer in einem Körper von Gleichaltrigen, die so alt sind wie er. Er ist jetzt nicht in einem Körper von einer 30-Jährigen oder so drin. Aber das war mir nicht logisch und das kann ich nicht. Ich kann mich dann nicht so sehr darauf einlassen, weil mein Kopf dann permanent denkt und es zerpflückt. Ich zerpflücke Informationen und versuche sie zusammenzusetzen und es gibt für mich keinen Sinn. Und dann ergibt es keinen Sinn. Und deswegen habe ich da sehr lange gebraucht für dieses Buch. Hat mir auch nur so mäßig gefallen, wird auch irgendwann wahrscheinlich wieder bei mir ausziehen. Ja. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Ja, ich gucke, wo ich war. Welches Buch, das du in diesem Jahr gelesen hast, lag außerhalb deiner Comfortzone? Das blende ich euch ein. Das war Mörderfinder. Ich rutsche mal. Von Arno Strobel. Das haben wir auch zusammen gelesen in einer Facebook-Gruppe, hatten wir mit Dani, da waren ein paar mehr drin, war letztes Jahr eine Gruppe, da haben wir uns darüber ausgetauscht. Das hatte ich so nicht gelesen, das ist außerhalb meiner Komfortzone, weil da geht es um Kindesmissbrauch und da steige ich aus. Das ist für mich, ja, ich denke als Mutter will man sowas nicht lesen. Ich möchte halt sowas dann auch nicht lesen, weil ich mich dann unwohl fühle, weil ich ständig irgendwas auf meine. Ich denke mir dann jedes Mal, wenn mir das passiert, wenn das meine Kinder wären, da kommst du als Mutter gar nicht drum rum. Dann arbeitet wieder der Kopf und dann hast du wieder Bilder im. Nee. Und das gefällt mir nicht. Das Buch war okay. Ich denke, dadurch, dass ich es auch zusammen mit den anderen gelesen habe, muss man auch, also es ist auch ein Ermittler, es kamen ja zwei Faktoren dazu, es kommt ein Ermittler dazu, so eine Ermittlerreihe wahrscheinlich wird es und dieser Kindesmissbrauch und es sind zwei Faktoren. Ich habe auch ein bisschen mit mir überlegt, ob ich das lesen soll, aber wie gesagt, war dann okay. Es war auch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, aber es war außerhalb meiner Komfortzone und das wird sich auch so schnell nicht mehr wiederholen, dieses Thema. Auch Ermittler sind ja jetzt nicht so mein Fall. Ja, jetzt geht es eigentlich ganz schnell. Frage 3. Wie viele Bücher hast du in diesem Jahr? Also, wie viele Bücher hast du? 21? Gereadet? Gar keins. Ich rereade nicht. Also, selten. Ich möchte auf jeden Fall die Illyria-Trilogie mal rereaden, weil ich weiß, dass das ja meine absolute Lieblingstrilogie ist, meine absolute Lieblingsdystopie. Aber das habe ich noch nicht getan. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass sie mir nicht mehr so gefällt wie damals. Und dann stehe ich da, muss ich mir eine neue Lieblingsdystopie suchen. Ich habe Harry Potter gereadet, aber nur, weil ich es meinen Kindern vorgelesen habe. Das war aber schon 20.
Also zählt das jetzt nicht mit rein. Und ich habe, ich reade, ich finde das Wort so schrecklich. Ich reade ganz selten. Nee, ich gucke gerade dahinter bei meinen gelesenen Büchern, aber es ist, nein, mache ich nicht. Selten. Welches Buch war dein Reread-Favorit? Ja. Keins. Wahrscheinlich die Illyria-Trilogie. Die ist mein absoluter Favorit. Die werde ich. Eigentlich ist eine gute Idee. Ich glaube, das nehme ich mir jetzt mal vor. Kann ich Januar vielleicht anfangen? Vielleicht als Hörbuch. Wenn die Sprecher gut sind, macht es vielleicht noch besser. Frage Nummer. Herrschaft, meine Augen springen da über. Frage Nummer 6. Zeige deine Lieblingskurzgeschichte oder Novelle aus diesem Jahr. Auch kein Fan von. Ich bin kein Kurzgeschichtenleser und Novellen auch nicht. Habe ich auch gar nichts da. Ich möchte dieses Buch haben, was alle jetzt in die Kamera gehalten haben. Das habe ich mir neulich angesehen. Das Maulwurf und der Pferd. Dieses, wo schöne Zeichnungen drin sind, wo eigentlich nur so Anekdoten drin stehen. Das finde ich schön. Ich glaube, das möchte ich haben. Aber ansonsten, aber ich möchte es nur haben, damit ich es hier hinstellen kann. Aber ansonsten habe ich sowas nicht. 7. Mass Appeal. Welches Buch, das dir gefallen hat, würdest du in einer Vielzahl an Lesern empfehlen? Ja, natürlich. Dieses Jahr von mir, nein, letztes Jahr, ständig in die Kamera gehalten. Ich habe jeden dazu genötigt, es zu kaufen, es zu lesen, weil es so gut ist. Und bei manchen hatte ich sogar Erfolg. Ein Engel für die Titanic. Katrin Wandriss. Dieses Buch ist ein Meisterwerk und jeder sollte es gelesen haben, finde ich. Es ist nicht gespoilert, wenn ich sage, dass das Schiff untergehen wird. Auch in diesem Buch wird das Schiff untergehen. Aber die Art und Weise, wie sie es geschrieben hat, und die Art und Weise, wie wir hier mit dem Engel Lucin unterwegs sind und hoffen und beten und bangen, wen wird sie retten? Kann sie jemanden retten? Wie stellt sie es an? Wird sie vielleicht selbst sterben? Denn sie ist, um auf dieses Schiff zu gelangen, gibt sie ihre Unsterblichkeit ab. Und das sind all die Fragen, die wir hier in dieses Buch haben und die auch dann beantwortet werden. Und es ist so gut, weil wir, wie gesagt, wissen, was passiert. Aber wir laufen mit der Titanic aus und wir haben ja noch so 2 Stunden bis zur Kollision, 3 Stunden bis zum Untergang, ne? Sowas. Und wir fiebern damit und irgendwann hinten denkst du dir, oh, hast du ja nicht mehr viele Seiten? Was passiert denn da jetzt noch? Das war, da ist ein Bubble drin. Ich muss gucken, warum. Warum habe ich das da rein? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich mir irgendwas markiert, aber ich wollte irgendwas nicht. Die Tragödie zu verhindern lag weder in deiner Hand noch in meiner. Sie musste geschehen. Die Gründe dafür werden wir niemals verstehen. Ja, das ist klar. Lest alle dieses Buch. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist als Hardcover draußen. Es ist aber auch als Kindle erhältlich. Und das Kindle-Buch kostet wirklich nicht viel. Wenn er sich das Hardcover, es kostet, ich glaube, weiß ich gar nicht, hier steht kein Preis mehr drauf. Aber ich glaube, um die zwischen 18 und 20 €, klar, das Hardcover. Aber Kindle kostet gar nicht viel. Ladet euch die Leseprobe runter. Das ist ja schon toll und wie gesagt, das ist auch super recherchiert. Ich habe gegoogelt, denn wir treffen hier natürlich auf die echten, damals an Bord befindlichen Menschen. Also sie hat jetzt auch keinen dazu erfunden oder das ist alles passiert. So, sie hat halt nur ihre Geschichte
wie ein Netz so ein bisschen drüber geknüpft. Und das ist super toll. Lest alle dieses Buch, Ein Engel für die Titanic von Katrin Wanderes. Und wenn ihr es gelesen habt, lest es nochmal. Das wäre auch so ein Kandidat für ein Reread. Kann ich mir vorstellen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen in ein paar Jahren. Weil die Faszination Titanic ist ja immer noch für alle da. Titanic. Auch ohne Leonardo. Habe ich mir natürlich auch an Weihnachten wieder angeguckt. Wie jedes Jahr. Acht. Specialized Appeal. Welches Buch, das dir gefallen hat, würdest du nicht jedem empfehlen? Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, weil eigentlich alle Bücher, die man gelesen hat und die für gut befunden hat, die kann man ja eigentlich weiterempfehlen. Ich habe mich aber trotzdem für eins entschieden, weil ich ja schon keine Kurzgeschichten habe. Und zwar ist das Die Achse meiner Welt von Danny Atkins. Hierbei geht es um Rachel. Und Rachel hat ein tolles Leben, sie hat tolle Freunde und sie hat gerade so ihren Abschluss gemacht und die feiern die alle zusammen in einem Pub und plötzlich fährt ein Auto da rein und ihr ganzes Leben verändert sich von heute auf morgen. Und dann haben wir einen Zeitsprung und alle kommen wieder zusammen. Und es passiert etwas, wo sie dann aufwacht und die Chance erhält, nochmal, dass alles rückgängig ist. Denn auf einmal sind alle wieder da und alles ist gut und alles ist so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und dann fragt sie sich natürlich, was jetzt los ist. Ob mit ihr irgendwas nicht stimmt oder ob das Schicksal sie verurken möchte. Und wir lernen hier sehr viel natürlich über Freundschaft und was würde passieren, wenn man noch eine zweite Chance bekommt. Dieses Buch an sich ist sehr gut, also mir hat es sehr gut gefallen. Aber das Ende, es hätte kein anderes Ende da geben dürfen. Also, nee, aber es hätte kein anderes Ende geben können, so rum. Aber es hat mich schon ein bisschen frustriert zurückgelassen. Wie gesagt, es hätte kein anderes Ende geben können, aber es ist, ja, deswegen nur bedingt, weil es einen auch runterziehen könnte, kann ich mir vorstellen. Wenn man da ein bisschen mehr empathischer ist, also als ich, weil ich bin ja so eine, ja, ich bin jetzt nicht so der sensible Typ, sagen wir es mal so, aber ich denke, wenn man dafür empfänglicher ist, könnte es einen schon sehr runterziehen. Aber ein gutes Buch, außer Frage. So, haben wir noch eine Frage? Was ist das? Ich habe eine E-Mail bekommen. Warum bekomme ich sonntags E-Mails? Denke an das Jahr als Booktuber zurück und ziehe Bilanz. Welche Ziele hast du erreicht? Welche guten und schlechten Erinnerungen hast du? Welche Videos sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Ah, Bilanz, Bilanz. Ich habe eigentlich überhaupt keine Erwartungen an nichts. Das ist wahrscheinlich mein Glück, weil ich von heute auf morgen da einfach so dahin dümpel. Deswegen zwinge ich mich jetzt auch nicht in der momentanen Zeit ganz viele Videos zu drehen, die ich ja eigentlich, ne, zweimal die Woche habe ich ja immer gedreht und es geht halt einfach nicht, Punkt. Und deswegen, ich habe keine Erwartungen, also kann ich auch nicht enttäuscht werden. Vom Lesen her, ich würde mir wünschen, dass ich momentan ein bisschen mehr lesen würde. Ich nehme mir das auch immer vor. Ich habe auch meinen Lesestapel hier. Ich gehe auch mit meinem Buch abends auf die Couch. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass momentan die Anziehungskraft meines Handys groß ist. Ja, warum auch immer. Und dann bleibt das Buch ein bisschen auf der Strecke, leider. Und deswegen schaffe ich nicht so viel, wie ich gerne möchte, weil ich dieses Jahr mir wirklich vorgenommen habe, also jetzt im neuen Jahr, dass ich diesen immens großen Sub hinter mir jetzt einfach mal ein bisschen dezimieren möchte. Das hat ja keinen Sinn, dass ich mir hier Bücher kaufe und horte und die nicht lese. Ist ja Quatsch. Ja, da beneide ich Juli, die hat nur 11.
11 Bücher auf dem Sub. Das ist ja mal eine Nummer. Und ich habe, glaube ich, 111. Ein bisschen mehr. Ich habe schon ein bisschen was weggeschafft im Januar, aber eben nicht so viel, wie ich gerne möchte. Weil selbst wenn ich 10 Bücher lesen würde im Monat, was ich nicht tue, hätte ich ja immer noch welche über. Aber so um die 50 wäre schon ganz cool. Das ist mein Ziel, dass ich irgendwann unter 50 komme. Ich muss auch mal schauen, ob ich ganz extreme Fälle hier auch aussortiere. Dass dann wenigstens andere Leute da Freude haben. Was aber ich ganz toll fand dieses Jahr und was verstärkt wahrscheinlich durch Corona auch wurde, was ja mal positiv ist, ist die ganze BookTube-Community, die ist so toll. Und wir haben so viele Projekte zusammen gemacht. Und das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt. Ja, das Zusammen, ne? Der Zusammenhalt. Und gut, wir sind sehr viele. Da ist natürlich klar, dass man nicht mit jedem sich komplett kennt. Aber man macht mal hier mit dem jemanden, man macht mit da mein Lieblingsformat, Pick My Sub. Ne? Mit all den Mädels. Letztes Jahr war super. Da möchte ich dieses Jahr auch anknüpfen. Lisa, wenn du das siehst, ne? Wir können dann. Und ich rutsche, meine Füße schlafen ein. Ja, diese Gemeinschaftsprojekte, die sind super und die machen so viel Spaß. Und ich hoffe, dass das auch so schön weitergeht und dass wir uns auch so immer virtuell weiter treffen können. Das war's. Zumindest für die Frage. Die letzte. Hat was mit Statistik, glaube ich, zu tun. Da bin ich raus. Muss mal gucken, weil meine Kamera schaltet sich nach einer halben Stunde labern immer selber aus. Ja, mein Lesejahr 21 in Fakten. Geht eigentlich auch ganz kurz, weil ich habe keine. Ich habe eine Lese-Challenge. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist mein Profil? Die Baula. Ich habe eine Lese-Challenge und die habe ich letztes Jahr mit Bravour gemeistert. Ich habe nämlich vorgenommen, dass ich 55 Bücher lese und ich habe 67 geschafft. Natürlich, mit Hilfe von Hörbüchern gebe ich offen und ehrlich zu, aber pff, da kräht ja auch kein Hahn mehr danach. Diese Zeit muss man ja auch erstmal investieren. Und dann, das war es auch schon. Also ich habe keine andere Statistik. Ich schreibe mir weder auf, wie viele Seiten das waren, noch wie lange ich im Durchschnitt für ein Buch gebraucht habe, weil es interessiert mich nicht. Diese Fakten interessieren mich nicht. Ich habe halt ein Buch gelesen, Punkt. Weiß nicht, wie viele Zeilen es hat oder wie viele Buchstaben auf einer Seite sind. Ja, es gibt Menschen, denen macht das Freude, das zusammenzustellen und das zu lesen. Ich gehöre da leider nicht dazu. Das sind alles Zahlen und Zahlen interessieren mich null. Deswegen kann ich auch bei uns in der Arbeit niemals die Buchhaltung übernehmen, weil das würde katastrophal in die Hose gehen. Aber so viel sei gesagt, ich habe mir für dieses Jahr 60 Bücher vorgenommen. Und ich bin ja schon gut dabei. Das heißt, oh, ich bin ja wirklich gut dabei. So, schau mal. Ich bin ja ganz flott Fuchs, bin ich. Ja, das sind eigentlich die Fakten. Mehr Fakten gibt es hier nicht. Ich will auf jeden Fall weitere Gemeinschaftsprojekte dieses Jahr wieder machen. Das macht mir sehr viel Spaß. Das füllt auch ein bisschen den Kanal, wenn ich mal keine Zeit habe, selber alles auf die Beine zu stellen. Und ich mag das sehr gerne mit den anderen. Ist manchmal ein bisschen aufwendiger. Kommt darauf an, was man macht zusammen. Aber ja, macht trotzdem sehr viel Spaß. Und weiter geht es auf jeden Fall mit Pick My Sub. Das möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall gleich jetzt nochmal im Januar, Februar mit starten.
Ja, ihr könnt ja gerne die Fragen unten auch beantworten. Ich soll jemanden taggen, stimmt. Ja, ich weiß, der Tag ging ja schon ein bisschen rum. Ich weiß nicht. Also Dani wird wahrscheinlich getaggt worden sein von Just Dani. Und Juli würde mich auch mal interessieren. Weil wenn ich der hier einen Minisub sehe, dann spornt mich das ein bisschen an, dass ich da mal hinne mache. Juli. Juli und Dani und Sarah. Sarah. Dunkel, Gefunkel. Du könntest es eigentlich auch machen. Ja. Würde mich mal interessieren, wie deine Pläne so sind für dieses Jahr. Somit verabschiede ich mich für euch, von euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Zeit und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.